Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Nähanleitung hier auf dem Snaply YouTube-Kanal. Ich bin die Anni vom YouTube-Kanal Handmade by Anni und ich möchte heute mit euch die kurze Hose Zoe nähen, die natürlich perfekt und sehr luftig und locker für dieses tolle Sommerwetter ist. Die kostenlose Anleitung plus das Schnittmuster findet ihr im Snaply Magazin, was wir euch hier unten in der Infobox verlinkt haben. Außerdem findet ihr die Hose Zoe im Buch Sommersonne Nähzeit von Ilka Mais, welches im EMF Verlag erschienen ist. Wie ich schon erwähnt habe, sitzt die Hose sehr luftig und locker und wird am besten mit einem Viskosestoff genäht. Und wie einfach diese Hose zu nähen ist, das zeige ich euch jetzt. Schneidet ihr zuerst einmal alle Schnittteile zu. Die Taschenbeutel innen und außen. Ich habe hier zwei verschiedene Viskosestoffe genommen und mir das Vorderteil der Hose mit einer kleinen Handstickerei aufgehübscht. Dann brauchst du Gummiband in 50 cm breit, den Hosenbund vorne und den Hosenbund hinten. Nähgarn, ich nehme wie meistens meinen Lieblings-Gütermann Mini King, Stecknadeln, eine Schere. Und los geht's! Als allererstes würde ich dir raten, dir alle Schnittteile einmal mit der Overlock, wenn du eine besitzt, zu versäubern, damit die Kanten nicht ausfransen. Anschließend schließt du die Schrittnähte in der Vorder- und Hinterhose. Dazu legst du dir die Teile rechts aufeinander und steckst die Nähte erst einmal mit Stecknadeln zusammen. Das hier ist die Vorderhose und das ist die Hinterhose. Du nähst die Teile mit einem Geradstich an deiner Nähmaschine zusammen und ich rate dir, eine Mikrotex-Nadel in der Stärke 60 oder 70 dafür zu benutzen. Als Stichlänge würde ich keinen allzu langen Stich benutzen, vielleicht so 2 bis 2,5. Denn ein kleiner Merksatz, für feine Stoffe kannst du eine feine Nadel und einen feinen Stich bzw. einen kleinen Stich benutzen. Und nun zeichnest du dir die Faltenmarkierung auf deinen Stoff auf. Ich habe es hier zuerst mit der Kreide versucht, die kam aber nicht ganz so gut durch die schmale Ritze und dann mit einem luftlöslichen Stift ging das aber richtig gut. Die Markierung muss natürlich dann auch spiegelverkehrt auf der anderen Seite angebracht werden. Jetzt nimmst du dir immer zwei Markierungen und legst damit eine Falte. Also die Markierungen links und rechts aufeinander und dann mit Stecknadeln feststecken. Nun kannst du eine Falte entweder direkt nähen oder dir erst alle Falten zusammenstecken. Ich habe sie alle zusammengesteckt und dann nach und nach meine Falten genäht. Wichtig ist, dass du alle Falten anschließend in eine Richtung bügelst, also entweder nach links oder nach rechts und auf der anderen Seite dann entgegensetzt, also spiegelverkehrt. Du nähst jetzt die Falte genau auf der Markierungslinie. Und die Länge, die kannst du selber bestimmen. Ich habe nicht die volle Länge bis ganz nach unten gewählt, sondern, ja, ich sag mal so, vielleicht so 6 cm. Das steht dir ganz frei, je nachdem, wie lange du deine Falte haben möchtest.
Lege jetzt die beiden Taschenbeutel innen, links und rechts, auf die Vorderhose, rechts auf rechts, und stecke und nähe die Eingriffkanten zusammen. Schlage nun den Taschenbeutel nach innen ein und bügel die Naht sauber aus. Diese Kante steppst du nun noch einmal knappkantig ab. Und nun bügel ich mir auch noch schön meine Falten glatt. Beide Tascheneingriffe sind nun knappkantig abgesteppt und jetzt legen wir den Taschenbeutel außen rechts auf den inneren Taschenbeutel. Diese steckst du nun und nähst sie anschließend einmal an der Rundung zusammen. An der Seitennaht und an der oberen Bundkante kannst du sie auch jeweils einmal kurz absteppen oder du steckst sie mit Nadeln zusammen. Das dient dazu, dass es nachher beim Zusammennähen nicht verrutscht. Und hier nähe ich die Rundung des zweiten Taschenbeutels zusammen. Und jetzt kannst du dir einmal den Ausschnitt anschauen, den du nachher von außen siehst. Hier siehst du noch einmal, wie du die Tasche an der Bund- und Seitenkante zusammenstecken musst. Lege jetzt die Vorderhose rechts auf die Hinterhose. Die Hinterhose ist etwas breiter und höher, das ist auch richtig so. Und stecke nun die äußeren und inneren Seitennähte der Hose zusammen, also die Schrittnaht. Bei der Schrittnaht ist wichtig, dass die Nähte der Vorder- und Hinterhose exakt aufeinander liegen und die Nahtzugaben kannst du entweder nach links oder nach rechts falten oder du faltest sie in der Mitte auseinander, sodass du keine Knubbel hast. Ich stecke mir dann erst die Endkanten und die Mitte zusammen und dann den Rest. Und nun werden diese Nähte mit einem Geradstich zusammengenäht. Soweit sind wir bisher gekommen. Jetzt wird der Bund vorbereitet. Wunder dich nicht, denn ein Streifen ist kürzer. Das ist der Vorderteil. Und diesen markiere ich mir, damit ich nachher auch weiß, wo vorne und hinten ist. Das ist auch wieder der luftlösliche Stift. Das heißt, der wird nachher verschwinden, der Punkt. Lege nun diese beiden Streifen aufeinander und nähe sie an einer Seite zusammen.
natürlich rechts auf rechts. Und diesen langen Streifen, den faltest du anschließend der Länge nach in die Hälfte und dann wird gebügelt. Die Nahtzugabe falte ich mir einmal auseinander. Die zwei noch offenen Kanten legst du nun zu einem Schlauch aufeinander und nähst sie zusammen. Stecke nun den Bund um die Bundkante der Hose. Nun schaust du auf deine Markierung und dieser Teil kommt nach vorne und starte mit den Seitennähten. Auch hier wieder darauf achten, dass die Nahtzugaben nicht alle auf einer Seite liegen. Stecke sie fest und dann schaust du, wo ist deine vordere Mitte, genauso wie die hintere Mitte. Das eruierst du, indem du dir die linke und rechte Naht aufeinander legst und dann einfach den Schlauch so lang ziehst, bis du wieder eine Mitte hast. Und dieser Bundschlauch wird nun an deine Hose genäht. Du musst allerdings darauf achten, dass du dir eine Öffnung lässt, wo du nachher das Hosengummi reinziehen kannst. So, hier sind wir am Ende angekommen und dort lasse ich mir ungefähr so 8 cm eine Öffnung. Wichtig ist, am Anfang und am Ende verriegeln. Schnapp dir nun dein Gummiband und passe es deinem Bauchumfang an. Zieh dir nun dein Gummi durch die Nahtöffnung im Bund. Wenn du möchtest, kannst du dir auch eine Sicherheitsnadel zur Hilfe nehmen. Aber ich fand dieses Gummi sehr fest und sehr dick und deswegen kann man das richtig gut auch einfach so hindurchziehen. Wenn das geschehen ist, nimmst du dir die Enden und legst sie schön übereinander, ungefähr so mit 2 cm Überlappung. Und dann tobst du dich mit einem Zickzackstich so lang aus, bis du meinst, dass die Naht nicht mehr aufgeht. So, das sollte, glaube ich, halten. Und nun versteckst du den Schlauch im Bund und nähst nun deine Öffnung komplett zu. Zieh dir dein Bundgummi nun zurecht und dann kommen wir schon an den letzten Teil. Der Saum der Hosenbeine wird nun einmal umgebügelt und dann umgenäht. Ich habe ihn zweimal ca. 1 cm nach innen geschlagen, aber es reicht auch einmal 2 cm. Ich möchte die Naht nun mit einem Zierstich veredeln und deswegen habe ich mir erstmal ein Stoffstück genommen, also von dem Stoff, den ich benutzt habe, von der Viskose, und geschaut, wie denn die Zierstiche so aussehen auf dem Stoff und mich anschließend entschieden und dann wird alles abgenäht. Damit der Hosenbeinschlauch besser um die Nähmaschine rumpasst, habe ich mir dieses Vorderteil der Maschine einmal abgemacht und dann geht's los.
Wenn du das an beiden Beinen gemacht hast, dann ist deine Damenshort Zoe fertig. Ich finde, besonders durch dieses breite Gummi oben im Bund sitzt sie wirklich richtig bequem. Und deshalb habe ich sie mir auch gleich noch einmal genäht. Für weitere Nähideen und Inspirationen schau dich gerne auf dem Snapply YouTube-Kanal um, denn dort findest du ein reichhaltiges Angebot an weiteren Ideen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du auch in Zukunft noch weitere Inspirationen und Ideen haben möchtest, dann abonnier doch den Kanal und wir würden uns freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Sommer mit vielleicht der Hose Zoe und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!